Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, dies ist jetzt ein Video von vier Videos, die heute kommen. Und zwar habe ich bekommen die vier Freitag der 13. Mediabooks, die neuen Teil 1, Teil 9, Teil 10 und Freddy vs. Jason. Und ich bin jetzt echt gespannt, weil ich habe ja schon das Video vom Kurt alias Godzilla Fan 1990 gesehen. Der hat ja darüber nicht so gut geredet und wenn man es genau nimmt, ist es auch wirklich nicht gut, wie die jetzt gemacht wurden, besonders Teil 9 und 10. Aber alles egal, wir gucken uns die Teile jetzt mal an, weil äußerlich sollen die ja wirklich sehr, sehr schick sein. So, dann fangen wir jetzt mal an mit Freitag der 13. Teil 1. Und los geht's. Ja, hier haben wir jetzt das Mediabook noch in Schutzfolie und ich mache die gleich mal ab und zeige euch dann das Mediabook insgesamt mit dem ganzen Pappflyer und das ganze Ding. So, Schutzfolie erstmal ab hier. Also anfühlen tut sich schon mal sehr gut. Auch von der Dicke her passt es definitiv zu den anderen mit der Wattierung, würde ich mal sagen. Hier vorne ist denn so ein Schuber, da steht ja nicht freigegeben unter 18 Jahren. Noch der alte Flatschen. Auf der Rückseite sieht das Ganze denn so aus mit den ganzen Filminformationen und unten den ARN-Code, Specials und so weiter. Und hier der Spine mit diesem Logo von 84 Entertainment. Also die müssten eigentlich in Zusammenarbeit mit 84 entstanden sein, aber ich weiß es halt nicht ganz genau. So, jetzt kommen wir zum Mediabook. Und da fühlt sich mein Eindruck doch wirklich fort. Also vom Druck her ist das wirklich richtig genial. Guckt euch das an, das sieht sehr scharfkantig aus. Ist auch sehr hochwertig verarbeitet, also ist jetzt kein Müll. Es ist wirklich eigentlich ebenbürtig mit den 84 Mediabooks. Unten steht dann Freitag der 13. Das Design gefällt mir jetzt optisch auch sehr gut. Also vom Design vorne kann ich nicht meckern. Na gut, hinten fühlt sich dann das Bild fort. Ja, auch designtechnisch eigentlich wirklich vollkommen okay. Wenn wir das Ganze jetzt mal so aufklappen, dann sieht das so aus und das sieht eigentlich von der Optik her wirklich schick aus. So, dann kommen wir jetzt zum Innenleben. Auf der Seite haben wir die DVD. Dahinter denn so eine rote Hand. Gut, das hätte man jetzt besser machen können. Und wie es aussieht, ist es ja auch, oder man weiß es ja, es ist jetzt von der DVD nur ein Repack. Genauso wie bei der Blu-ray. Komm mal raus hier. Oh, auch nur ein Repack und auch eine Hand dahinter. Also das Design von innen hätte man wirklich besser machen können. Aber das meckern auf hohem Niveau. So, jetzt kommen wir zum ersten Nachteil. Dieses richtig, richtig dicke Booklet, was bestimmt nur aus 4, 5 Seiten besteht. Ja, also, na gut, aber es ist hochwertig gedruckt. Also es ist nicht schwammig. Die Bilder sind wirklich scharf. Aber wir können ja mal die Seiten zählen. 1, 2, 3 und 4. Also vierseitiges Booklet, aber von den Bildern her und dem Druck ist es eigentlich vollkommen okay. Sie hätten das Booklet jetzt dicker machen können, aber ich muss echt sagen, vom ersten Eindruck her und jetzt insgesamt so, gefällt mir dieses Mediabook vom Freitag der 13. Teil 1 wirklich gut von der Optik her. Das Booklet natürlich dicker, Repacks hätte man sich natürlich auch neue CD oder Blu-ray Designs überlegen müssen, Verarbeitung her wirklich top. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt von diesem Freitag der 13. Mediabook haltet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis gleich im nächsten Video von dem Freitag der 13. Mediabooks.